Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PietSmiet TV. Heute mit allen aus dem Team PietSmiet. Hallo. Und es ist Donnerstag. Wir schauen uns an, PietSmiet kocht vegane Küche. Yes. Alter, da ist die Sauciere. Ja, guckt euch das Logo nochmal genau an. Bei der nächsten. Alter, das ist auch eine Kochmütze. Zählt die nicht eigentlich auch als Kochutensil? Mir war es nicht zu sehen. Egal. Ja, doch, jetzt Peter. Ah, da ist die Sauciere, yo. Okay. Ja, da ist doch die Kochmütze. Die müsste eigentlich auch mit rein. Eigentlich schon. Ja. Der I-Punkt. Das ist ja mindestens auch ein Küchenutensil. Ja, aber eine Mütze ist kein Utensil. Das ist so eine kleine. Die letzte Frage war ja auch bezogen auf die Schürze. Da weiß ich immer noch nicht. Das da auch so. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PietSmiet kocht. Heute habe ich wieder keine Ahnung, was ich koche. Denn die heutige Folge ist gesponsert von HelloFresh. Und Christian hat als einziger. Das sind immer die besten Folgen. Also, keine Ahnung, ich finde es geiler, ich find's geiler, wenn man nicht nach Rezept kocht. Ja, gucken wir mal. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Vom Ergebnis bei genau dem Rezept. Okay, dein Ergebnis ist meistens das Schlechtere. Bei dem Rezept bin ich froh, dass ich nach Rezept gekocht habe. Okay, ja, ich bin mal gespannt, was ihr da habt. Ich bin gespannt, wie diese Woche auch bei euch wird. Ich kann ja schon mal hier Foreshadowing machen. Weil wir auch kein richtiges Rezept haben, meinst du? Ja, wir haben nämlich nur ein Bild bekommen. Ah ja, also quasi nächste Woche. Quasi nächste Woche für euch. Ja. Kochen wir Chimichurri Loaded Chips. Aber das weiß nur ich. Denn ich bin der Einzige mit Rezept. Und das Ganze machen wir wieder zusammen mit HelloFresh. HelloFresh, da könnt ihr euch jede Woche zwischen 2, 3, 4 oder 5 Gerichten liefern lassen. Jeweils 2 bis 4 Personen. Wir haben jetzt 3 für diese Woche. Die restlichen, die ihr dann nicht zu sehen kriegt, die müsst ihr selber essen, sind panierter Blumenkohl mit Kräuterdip und Gemüsemaultaschen. Oh ja, die hört sich sehr lecker. Der war mega. Die Maultaschen habe ich nicht gegessen, die hat Tani allein gegessen. Das Brokkoli-Ding, das war mega nice. Ja, da war das habe ich komplett alleine gegessen. Blumenkohl. Blumenkohl, nicht Brokkoli. Ja, das habe ich leider nicht gegessen, da war ich nicht da. Als das mag ihr kein Blumenkohl? Doch, aber die war einfach nicht da. Ah, smart. Und dann war sie traurig. Ist so wunderbar abgepackt und portioniert und müsst nicht einkaufen gehen. Und mit dem Code PietSmiet gibt's für Neukundinnen in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf die ersten 4 Boxen plus kostenlosen Versand der ersten Box. Für die Leute aus der Schweiz gibt's 140 Schweizer Franken auf die ersten 4 Boxen. Alles findet ihr natürlich nochmal unten in der Videobeschreibung, auch der Code, falls ihr den vergessen habt. Fangen wir mal an zu kochen. Kommt immer alles auf so einer schönen Karte, da steht jetzt immer das, was man braucht und da steht das, was wir machen müssen. Ich bin die Referenz. Ja, da hat Christian uns ja was eingebrockt. Keine Ahnung, was hier jetzt drin ist. Es ist auf jeden Fall CO2-neutral. Und das finde ich sowieso am besten, dass man gerade die Eisdinger und das, wo drin es verpackt ist, alles recyceln kann, alles aus nachhaltigen Produkten ist. Finde ich schon mal mega. Ja, und mal gucken, was jetzt unsere frischen Sachen hier so sagen. Hanni hat vorbereitet. Unter diesem Handtuch sind die Zutaten. Und dann muss ich mal gucken, was ich daraus mache. Voila! Okay. Wow, enttäuschend. Barbecue. Hanni, ja. Enttäuschend. Ja, wirklich. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass sie das rote Zwiebel und das grüne Ding mit als der Penis Möhre als macht. Penis macht. Die Limette? Das ist wirklich enttäuschend. Das hatten wir letzte Woche, Jonathan, die wusste das. Ja. Ernsthaft? Fand super, ja, dass ich alles hatte und erstmal diese veganen Patties vergessen habe rauszuholen. Soße. Veganes, cremiges Sojaprodukt. Ja, oh ja, das darf einfach nur nicht Joghurt genannt werden oder sowas. Deswegen heißt das irgendwie veganes, cremiges Sojaprodukt. Das, das hat mir das Problem gegeben, dass ich dann nicht wusste, was es ist. Genau, also das war ja so ein bisschen wie Sojajoghurt halt. Aber es darf wahrscheinlich aus irgendeinem Grund nicht Joghurt heißen. Vorher probieren wäre smart gewesen und nicht davon ausgehen, es ist eine Sache. Und dann am Ende merken, oh shit, es ist doch eine andere Sache. Ach, Quatsch. Ich habe da ein bisschen was anderes mitgemacht, das war auch lustig. Start, Möbel, vegane Burger Patty. Wir haben Koriander und Petersilie, Kartoffeln, Potatoes, Chili, Knoblauch, Limette und vegane Mayo. Okay, what the fuck? Also das Erste, was einem ins Auge fällt, wäre natürlich, okay, wir haben Burger Patties, also machen wir Burger.
Aber die restlichen Zutaten passen nicht wirklich dazu. Ja, wir haben Salat, ja, wir haben Zwiebel, wir haben Barbecue-Soße und Milch. Soweit so gut für einen Burger. Aber der Rest passt ja überhaupt nicht dazu. Dankeschön, Christian. Ja, richtig. Das ist Peters Meinung dazu. Ja, sehe ich auch so. I ordered the beer, Junge. Ja, ich auch. Im Burger, denn es sind vegane Burger-Patties, aber nicht wie einfach nur normale Burger. Also, sonst hätte man ja irgendwie veganes Hack oder so nehmen können. Aber es sind ja schon bewusst vegane Burger-Patties. Was ich auf Anhieb dachte oder denke, ist, wenn ich dazu sehe, die Karotte passt nicht ganz in meinem Plan. Aber alles andere hätte ich gesagt, wir machen einen Burger mit Patties aus Kartoffeln. Ich würde sagen, wir probieren das aus. Wir reißen die Burger-Patties auseinander und nehmen die quasi wie Hackfleisch. Und braten das mit Karotten an und mischen Barbecue-Soße darunter. Potenziell ist das eine Option. Ich bin selber nicht so ganz überzeugt. Salat. Ne, meistens noch einmal das Knoblauch. Kacke. Quasi Fleisch. Das wird so eine so krümeliges Barbecue-Soßen, Hackfleisch-mäßig. Dann machen wir einen Salat, wie auf der veganen Mayo steht. Vegane Salatcreme nach Mayonnaise-Art. Also könnte man theoretisch sagen, okay, Salat. Der wäre dann Limette, Zwiebeln, Kräutermix, Salat und Mayo. Bleibt noch übrig Kartoffeln und ein veganes, cremiges Sojaprodukt. Das ist jetzt ehrlicherweise auch nicht so weit hergeholt, zu sagen, okay, Kartoffelpüree. Geil, ja, Alter, der Name ist der Schiss. Ja, Kartoffelpüree. Ja, ich dachte, es wäre Sahne. Also, dass ihr aber auch nicht wenigstens mal gegoogelt habt, was das vegane, ich habe schon wieder den Namen vergessen, Sojaprodukt. Ja, aber das könnte man, also das ist doch wohl eine Möglichkeit, also das ist auch eine faire Sache, dass du machst, wenn du gar keine Ahnung hast, was das ist, oder? Ich wollte halt einfach mich überraschen lassen. Ja, ein bisschen blind daran gehen. AKA, ist auch du hast es vergessen. Ich dachte, es wäre Sahne. Möglichkeit. Klassischerweise. Klingt erstmal smart. Machen wir das doch genauso. Das heißt, wir müssen eigentlich klingt Burger smart machen. Also, das kann mir jetzt keiner erzählen, dass wir jetzt auf einmal Schnitzel machen sollen oder so, ja? Nee, wir müssen Burger machen. Das heißt, Burger-Patties bleiben Burger-Patties. Salat tut man dazwischen. Mayo und Barbecue-Soße auch irgendwie easy. Mayo und Ketchup, ne? Jetzt bleiben so ein paar Produkte, die im Burger eigentlich nicht so viel zu suchen haben. Aus Zwiebeln könnte man noch Zwiebelringe machen, so richtig geil ankaramellisieren. Warum nicht? Ja, Knoblauch. Vielleicht machen wir aus der Mayo eine eigene geile Soße noch, aber kann ich mir irgendwie Salatcreme nach Soße mit weichem Essen? Also das Einzige, wo ich nicht wirklich was mit anfangen kann, ist das hier. Passt mir irgendwie nicht in den Kram. Aber wir haben halt Kartoffeln. Und ich denke mir, ich brauche, wenn ich einen Burger machen will, brauche ich einen Bun. Röstis oder so. Und daraus quasi die Buns machen. Nee, doch die Buns. Möhren auf dem Burger ist irgendwie wild, aber wird schon. Ich habe Hunger. Ich habe Bock. Okay, das heißt, Sepp und Bram wollten. Wir machen beide Burger. Ihr wollt beide Burger machen mit Kartoffel. Was heißt denn wollen? Machen? Ja, nein, also, das ist euer Plan. Das weiß ich ja jetzt noch nicht. Einzelne Sachen habe ich gesehen, die waren ja auch schon richtig. So, Peter zum Beispiel, der die Barbecue-Soße mit in die Pfanne hauen will. Sepp hatte irgendwas gesagt von, ich glaube, Knoblauch mit Soße und so. Das ist alles schon nicht so falsch. Und ich freue mich auf Creamy Chimichurri Loaded Chips. Alle Gerichte, die wir bekommen haben, sind zumindest vegetarisch. Könnt ihr wählen, wie ihr lustig seid. Ob jetzt Fleisch oder vegetarisch oder nächste Woche Fleisch und danach die Woche vegetarisch, völlig egal. Das Chimichurri ist sogar vegan. Okay, wie fangen wir an? Mit dem Salat wahrscheinlich. Das hat sehr schön gemacht. Schön drin bleiben. Als nächstes kümmern wir uns um die Kartoffelken. Kartoffeln schälen immer noch blödeste Arbeit überhaupt. Aber gute Challenge von Christian mal ausgesucht, weil das ja jetzt ein komplett veganes Essen ist, was ich wirklich nicht häufig koche. So, Kartoffeln kochen. Next up. Unsere Fleischmasse, in Anführungszeichen. Wasser heiß für die Kartoffelchen. Das ist wahrscheinlich für zwei Personen, wa? Sind ja auch zwei Patties dabei, also die Hälfte. Nehmen wir die Kartoffeln und schneiden die in kleine Stückchen. Die Frage, die sich mir halt gerade stellt, ist, wie binden wir das Ganze vernünftig mit den Kartoffeln? Milch haben wir nicht dabei. Ja, Dennis, also smart. Ich hätte die vegane Sahne dafür genommen, aber ich habe die tatsächlich vergessen. Ich ja, aber jetzt mal ehrlich, dadurch, dass das keine Sahne ist, sondern Joghurt, ist weiß ich auch nicht, ob das eine gute Kombi gewesen wäre. Bram, das werde ich noch für dich testen. Sehr gut.
Das ist ja gleich gemacht für Patty. Das heißt, wir schneiden uns da so Ringe raus. So, dann holen wir uns mal kurz eine Pfanne. Da machen wir jetzt die Patties drin. Also eigentlich müssen wir erstmal Kartoffeln schälen, ne? Aber sowieso ist das Format ja eh immer sehr cool, weil man dann im Nachhinein sieht, was haben denn die anderen denn so für geile Ideen gehabt. Ich denke mir so, irgendwer wird auf jeden Fall Pommes daraus machen. Irgendwie Pommes mit keiner dabei und keiner. Habe ich zwischendurch nachgedacht, aber dann hätte ich ja die, in meinen Augen, Sahne nirgendwo untergebracht. Also habe ich mich für Kartoffelpüree entschieden. Doch, eigentlich in dem Fall, wenn du keinen Bock auf Schälen hast, dann ist immer so die Alternative, mach's einfach Wedges, lass die Schale dran, fertig. Aber auch da wieder nicht die Sahne irgendwo untergebracht. Deswegen ja, auch nicht. Stimmt. Keine Ahnung, irgendwer wird, denke ich, auch mal einen Salat machen. Ich hoffe, ich bleibe mit meiner Idee hier einzigartig. Let's try. Nein. Klopp. Doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, da wir jetzt hohen Besuch bekommen, klatsche ich einfach mal in die Hand und dann sind wir fertig. Tack. Boah, schaut euch das an. Ja, ganz schön finde ich. Nicht nur, dass hier steht, wie lange man braucht, sondern auch, was du benötigst. Ein Backblech mit Backpapier habe ich bereits vorbereitet. Eine große Pfanne steht da schon. Eine kleine Schüssel, ein Sieb, eine Gemüsereibe. Oh, und eine große Schüssel. Christian hat natürlich nicht zu Ende gelesen. Guck mal, Karotten macht mehr Spaß zu schälen als umgekehrt, als Kartoffeln. Dann wird man dann schneller fertig. Karotten möchte ich wirklich nicht. Guter Karotten mehr Spaß machen zu schälen, als wenn die dich schälen würden. Ja, genau. Bram, deine Webcam ist gerade eher so im 240p-Modus. Ich weiß nicht, ob du irgendwas hochlädst oder so, aber das ist irgendwie. Ich. Ja, guck mal nach, ich guck mal weiter. Guck mal nach. Die sollen sich schön bei dem Fleisch einschmiegen. Was ja auch recht krümelig sein wird. Okay, hat eh auch nicht viele Kerne. Und Knoblauch machen wir auch dazu. Jetzt sind wirklich so Zutaten, wenn wir jetzt mal so tun, als wäre da Hackfleisch, die für mich irgendwie zusammengehören. Aus den Zutaten machen wir uns jetzt so eine etwas säuerliche Soße, indem ich die Barbecue hier rein tue, die Mayo einen da rein tue. Jetzt nehmen wir die Limette, schneiden die in der Mitte durch, mit da rein, und die andere auch. Dann kommt der Knoblauch da noch mit rein. Zu guter Letzt kommt noch ein kleines bisschen Chili mit da rein. Ja, guck mal, da sieht so aus, farblich wie so eine Cocktailsoße. Und das finden wir ja schon mal gut. Werden wir das sofort einfach mal. Hat die geschmeckt? Wirst du ja gleich sehen. Okay. Ganz geschmeidig, noch klein hat. Ich kann mir vorstellen, dass die gut schmeckt. Soße rein. Glaube ich auch. Alter, Leute. Das ist ja voll die Riesenknoblauchzehe. Die passt gar nicht bei mir mit in die Presse. Ja, machen wir das doch mal. Machen wir mal. Möhrenrösti. Jetzt nehmen wir ein bisschen Chili. Ich hatte eigentlich eine gute Idee. Aber eigentlich auch nicht. Also ich werde jetzt mal testen, was denn was hier ist. Irgendwie, also mir ist bewusst geworden, als ich die dann geraspelt habe und alles, dass eigentlich du ja so ein Bindemittel brauchst, also einen Klebstoff für die Kartoffeln und den hatte ich ja nicht. Ja, so Eier oder. Und jetzt komme ich auf die Idee, okay, dieses Joghurt-Sahne-Ding, ist es die Lösung oder ist es die Verdammnis? Ich glaube, das ist die Lösung. Diesen da drin ist. Guck mal, also ich könnte mir vorstellen, dass man eine Soße oder so draus machen muss. Mit Limettensaft. Oh, wir haben ja noch die Zwiebel. Also ist ein bisschen hart improvisiert, muss ich ja zugeben. Der Christian hat da was Gutes rausgesucht, was auf jeden Fall mich an meine Grenzen bringt, was Kreativität auch rein. Bei der Essensfindung alles rein. Mann, ich muss sagen, das ist ganz schön zu wissen, was ich mit meinem Essen hier tue. Ja, zwischendurch sieht man meine Hobbitfüße. Aber hier ist warm, die Küche hat keinen Boden. Also würde Mutti direkt wieder sagen, zieh dir Socken an, sonst wirst du krank. Wie viel ist eigentlich ein halber Zentimeter an der Kartoffel? Müssen wir doch direkt mal. Das Max, das findest du auch wieder ganz toll, ne? Magst du das nicht? Das ist doch hier nur das zum Messen. The Queen of the North kommt nach Hause. Das wäre ein halber Zentimeter. Ist ja abgefahren. Das entspricht einem halben Zentimeter. Schönen guten Tag. Das ist die Referenz. Alter. Riecht schon nach Barbecue. Das ist die Referenz. Ich
Ich dachte, ich kriege das so vielleicht gut klein. Alter. Ja, das ist ja gepresstes. Das riecht interessanterweise fleischig. Das verhält sich auch so ein bisschen hackfleischmäßig dadurch, dass... Ich hatte voll Stress, weil die Pfanne schon so heiß war und ich dachte, da, das kriege ich in kürzester Zeit, kriege ich das mit der Gabel zerdrückt, aber das hat mich richtig verwirrt, wie kompliziert das war, auseinanderzubekommen, ehrlicherweise. Ich habe mich richtig reingelegt. Du kochst nicht so oft Fleischersatzprodukte, oder? Überhaupt nicht. Dann heißt das, die Pfanne voll aufgedreht, wa? Ich drehe die Pfanne tatsächlich nie voll auf, sondern so auf 6, so wie ich Hackfleisch braten würde. Also Pfanne voll aufdrehen zum Heißmachen soll man ja gar nicht. Zumindest bei Beschichteten nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich bin echt gespannt, ob du diese Tofu-Masse oder was auch immer das ist, ob du die cross kriegst, weil da müssen die brauchen echt lange. Gucken wir mal. Das ist jetzt hier so einmachen. Es kommt irgendwann der Punkt, wo es anfängt zu qualmen. Ich bin sehr gespannt, ob du den erreichst oder trocken wird. Nee, wo der Feuermelder angeht. So. Was macht man denn bei einer Bolognese? Ich dachte, ich mach so eine Bolognese. Was qualmt? Ich finde so, wenn du Fleischersatzprodukte machst, kannst du, wenn du beim normalen Fleisch einen Ticken drüber bist, da ist es ein bisschen krosser. Ich finde, bei Fleischersatzprodukten gibt's roh, fertig und dann so 6 Sekunden später Feuermelder an. Okay. Also den Punkt habe ich noch nie erreicht. Wir machen relativ häufig so Tofu, wenn es Chili gibt. Nicht Tofu, sondern halt, wenn du so Soja-Fleischersatzprodukte hast oder auf Erbsenbasis oder so. Ja, das ist ja so Soja-Zeug, also quasi hier, wie heißt das, so alternatives Hackfleisch. Das heißt immer Hackfleisch, obwohl eigentlich gar kein Hackfleisch ist. Das ist immer so lustig, aber ja, okay. Also die Erfahrung, zumindest das kann ich sagen, damit ich direkt die Hoffnung wegnehme, habe ich nicht gemacht. Bei mir ist nicht der Feuermelder angegangen. Schade. Tut mir leid. Hast du einen Feuermelder? Ich habe keine Ahnung, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ich entscheide jetzt einfach mal jetzt und braten jetzt alles miteinander. Die Barbecue-Soße machen wir aber erst später dazu. Noch ein bisschen Salat. 1, 2, 3. So, und bei der Karotte, die schälen wir jetzt auch. Boom. So, und dann habe ich, glaube ich, auch alles verwendet. Jetzt kommen wir gleich zum spannenden Part. Und zwar, wenn die Kartoffeln so fertig sind, werde ich versuchen zu stampfen. Dann werde ich da so einen flachen Gegenpatty draus machen. Ob das vernünftig funktioniert, weiß ich noch nicht. Sollte das nicht funktionieren, werde ich den Burger quasi mit Kartoffelpüree oben und unten aufbauen und gucken, ob das funktioniert. Und dann werden wir das trotzdem essen. Irgendwo so in die Richtung. Okay, jetzt die Frage. Wie verhältst du dich, wenn du heiß wirst? Abraham. Das testen wir jetzt empirisch. Okay, jetzt ist am Blubbern. Ach, mit Scheiße. Öl. Oh, ein bisschen zu viel. Ach, Scheiße. Uiuiuiui. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Alter, was ist los mit dir? Das ist never ever eine Soße. Das wird ein bisschen fest. Hasi, meinst du, ich darf das vegan-cremige Sojaprodukt mit den Kartoffeln braten? Keine Ahnung, was soll ich das wissen? Das ist mein letzter Try. Bye, 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 bye. Frage ist, hast du dieses Produkt vorher einmal probiert? Nee. Also, ja, nee. Nee, das weißt davon ausgegangen, so, Alter, guck mal, das ist Joghurt. Nee, okay. Ich bin davon ausgegangen, das ist halt einfach Joghurt. Okay. Ach so, du bist davon ausgegangen, das ist Joghurt. Okay. Leckeres Abendessen, bye bye. Ja, such schon mal eine Pizzeria raus, das wird niemals funktionieren. So, wir nehmen ein bisschen die Limettenschale, machen das auch hier drauf, weil wir müssen ja irgendwie. Einfach das ist auch smart. Ah, Fingernagel im Essen. Ich hätte mir irgendwo Platz lassen sollen für das hier. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass irgendwer, ohne die Kartoffeln zu schälen, daraus jemand Chips macht? Das wäre ja der Move 5000. Also ganz ehrlich, okay, daraus Chips hätte ich niemals gemacht. Ich glaube, ich hätte versucht, so einen Kartoffelstampf oder so wie so ein Rösti zu machen und den so dünn, dass man den irgendwie mit dem ganzen Zeug da drauf rollen kann oder so. Weiß ich nicht. Also ich meine, ich koche sonst natürlich auch, aber das Schöne am Pizza mit kocht ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe meine Ruhe dabei. Niemand kommt in die Küche und ne, wann ist Essen fertig? Mach mal hin, ne? Das gibt wieder Schelte. Oh Mann. Judy, hat du 1A gepasst. 1 Löffel Öl, Salz, Pfeffer. So kommen die jetzt 1/2 Stunde in den Ofen. Ich habe das auch auf dem Rezept nachher gesehen quasi. Bei mir gibt es am Ende so das Reveal, was es hätte sein müssen. Und da dachte ich, wie können die denn so kross werden, wenn die so halb übereinander liegen? Ich bin sehr gespannt bei dir. Dauert ein bisschen. Ja, okay. Werden die nicht komplett. Also das kriege ich geil rein. Also Cola? Du hast da Cola reingetan? Nee, Wasser. Weil ich dachte, Wein darf ich nicht nehmen, weil war ja nicht dabei. Und ich dachte, ich war halt so in der Bolognese-Perspektive. Ja, ja. Aber ja, das war nicht so eine gute Idee. Dieses Fleischersatzprodukt nimmt Wasser doch sehr gut auf. Nicht so wie Hackfleisch. Oder?
Nee, dadurch wird es dann ja wie so Enten essen. Enten essen? Also, heißt, wie, ja, okay. Wie so durchgeweichtes Brot halt. Ja, ja. Okay. Bäh. Rotwein hätte dürfen benutzen dürfen. Ach, guck mal. Dann habe ich jetzt einfach mal Wasser benommen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt hier die Zwiebeln, die noch so ein bisschen in der Säure der Limette sich gerade anfreunden. Dazu können wir packen schon mal diese Koriander-Petersilie-Mischung eigentlich. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wir nehmen Kartoffeln, schütten das Wasser ab, stampfen die und den Püree braten wir kurz an. Und dadurch pappt der hoffentlich noch mal so ein bisschen besser zusammen, weil das weichkochende Kartoffeln sind. Nehmen wir einen Löffel, gehen an die Kartoffel ran. Ja, die sind auf jeden Fall hart. Hart matschig. Im Endeffekt wird das ein, okay, ja, wir haben hart, matschig. Matschig. Auf jeden Fall hart. Hart matschig. Richtig getrickst in deiner Aussage. Zutaten und wir machen aus allem einen Reibekuchen. Du machst einfach alle Produkte da. Ja, ich hatte nachher gar keine Chance mehr. Es war einfach nur noch, es war einfach nur eine Rip, ey. Und dann habe ich mich irgendwann irgendwann habe ich mich dazu entschieden, jetzt einen rohen Salat. Ganz oder gar nicht jetzt hier. Au, au. Das läuft hier aber auch gerade nicht so, wie ich mir das so vorstelle. Steh ich gar nicht. Okay, wir haben noch eine Chili. Da meine Nein, die Frau, ich möchte da reintun. Mal, dass sie da reinkommt. Werde ich jetzt von dieser Chili. Nee, die ist der Einzige. Also, sie mag halt nicht scharf. Werde ich von dieser Chili. Ja, du magst eh nichts Scharfes. Nee, deshalb ist ja auch mit. Ja, ich wusste ganz genau. Also, wir kennen uns so gut. Selbst Julius ist am Laden. Julius? Wir kennen uns so gut, dass der Papa schon weiß, was die Mama sagen wird. So, okay, let's go. Wir haben eine große Masse. Ja, einfach so am Tisch. Okay, dann versuchen wir einfach immer einen so ein Flatschen zu machen, ne? Heiß, heiß, heiß. Vielleicht nicht in die heiße Pfanne packen. So, dann machen wir mal. Wir machen einen Flatschen. Also ich hatte kurz erst nur so kleine Dinger und dann habe ich mich aber doch recht schnell dazu entschieden, das geht nur, wenn du das in einem großen machst. Sonst aber ja. Oioioioio, ich krieg dir da schon eine gute Bewertung. Ja. Dann, so, die beiden. Ja, dann würde ich sagen, brutzeln wir mal vor uns hin und Julius, Daumen drücken. Kleine Vorbereitung. Währenddessen Zwiebel halbieren, abziehen und in feine Streifen schneiden. Die Hälfte der Zwiebel für die letzten 15 Minuten der Kartoffelbackzeit mit auf dem Backblech im Ofen geben. Knoblauch abziehen, ein Teelöffel Schale abreiben, Limette füttern. Und was hat er danach gesagt? Da bin ich immer sehr gespannt, was man damit macht. Gut, Limette ist geviertelt. Koriander und Petersilienblätter fein hacken. Okay, solche Sachen denn alle hin tun? Die dicken Stängel nehmen wir mal zumindest da raus. Ich glaube nicht, dass du Petersilie magst, Emma. Bin mir zwar unsicher. Na, du bist ja auch Erde. Okay, will sie nicht. Also die frisst Stöcke, die frisst Erde. Aber so ein Petersilienstiel, nee. Chilischote halbieren, nee. Kerngehäuse entfernen und fein würfeln in einer kleinen Schüssel. Die Limette wahrscheinlich. Die gehackten Kräuters. Chilischote. Wo ist die denn jetzt? Okay, so. Das mache ich ja, tatsächlich bei mir gleich. Fleischersatzpaste. Ja, da muss noch ein bisschen Feuchtigkeit rauskochen, ne? Scheiße. Okay, guck mal. Du hast da vielleicht ein bisschen viel Wasser reingetan, oder? Ja. Das ist fucking Joghurt. Das ist nicht Sahne oder sowas. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Oh Mann, ey. Ich halte einfach an meinem Plan fest. Wir machen Joghurt-Kartoffelstampf. Fuck, ich dachte, das wäre sowas wie Milch oder Sahne. Wieso schreiben wir nicht? Ja, aber das ist doch nicht so schlimm. Ja, ich dachte, das wäre schlimmer, als es dann im Endeffekt war. Bei diesem Hackfleischersatz, da Wasser zuzugeben, war vielleicht nicht die Smarty-Pants-Entscheidung. Das heißt, wir müssen eigentlich das wieder trocken kochen. Wie mache ich da am besten jetzt ein Förmchen draus, so ein Patty draus? Einigermaßen rund. Jetzt gehen wir da drunter. Aber das wäre geil, wenn das klappt. Und das hat schon mal nicht funktioniert. Okay. Kriegen wir den hier vielleicht nochmal gefixt? Als eine Einheit. Dann ist er jetzt halt nicht rund, aber dann ist das halt so. Ja, okay. Ja, den zweiten nehmen wir auch noch. Ja, nee, also das funktioniert nicht so richtig. Schade, wenn man das vernünftig macht. Das wäre halt nochmal so eine gute Frage. Okay. Das sieht nicht so aus, als ob sehr wir gespannt, irgendwas wie Sepp da rumdreht. Zusammenhält. Der nimmt okay, jetzt da ein, das ganze Ding da raus, in einmal, weißt du, das hat einfach um. Ich habe erst gedacht, er würde die kleine Pfanne nehmen, um die Sachen da rein zu tun und dann zum Umdrehen quasi einfach die kleine Pfanne in die große Pfanne umstürzt. Das werdet ihr gleich alles sehen. Geil. Jetzt hier getrennt. Ich freue mich schon drauf. Man kann das jetzt so ein bisschen durchstampfen. Okay. Oh, es geht aber.
Heiß, 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 heiß. Also ich sag mal so wie es ist, ne? Das erste Ding da vorne war ja noch okay. Aber die anderen, die ich jetzt hier gerade drehe, die sind weit weg von. Wobei, der ist vielleicht noch ein bisschen stabil in sich. Ah, 15 Minuten. Das riecht ja schon mal ganz geil, muss man sagen. Hi. Ui. Ach ja, die Chili. Wird natürlich erstmal probiert. Zu krass. Aus. Anfangs sehr mild. Die Haube stärker. Zur Kontrolle besser nochmal hier hinten. Entwickelt dann auch eine gewisse Schärfe. Richtig scharf ist es noch nicht. Ist aber auch jetzt nicht so mega mild. Ach, da soll eh nur die Hälfte rein. Ja, okay, komm. So, jetzt noch die Mayonnaise. Und zwei Esslöffel Öl. Knoblauch dazu pressen, Salz, Pfeffer, Prise Zucker. Oh, die Chips sehen gut aus. Ich hätte doch eine kleinere Schüssel vielleicht nehmen sollen. Jetzt wird probiert. Das schmeckt richtig lecker. Das habe ich tatsächlich genauso gemacht. Bei mir kamen da jetzt nur noch Salatblätter dazu. Ansonsten habe ich genau die Kombination. Oh, nice. Das war echt lecker. Ich könnte die Schüssel aufessen. Veganes, cremiges Sojaprodukt. Boah, zusammen Ärger. Mit dem Wenn du die Schüssel auf bist, oh Gott. Ist quasi die ganze Mayo für mich alleine dann. Saft von einem Limettenviertel. Gut ist, dass das ganze joghurtartige Zeug Zweifel die Schärfe der Chili wieder rausnehmen wird. Karotte schälen und grob in die Schüssel beraspeln. Das Fleisch nähert sich einem akzeptablen Zustand. Wie lange war das jetzt insgesamt so? 3 Stunden. Ja, bis das Wasser vergoren ist. Bei mir, ja. Also, jetzt nicht so lange, aber auch nicht so kurz, leider. Ja. Man sieht übrigens wieder gerade im Stopp 4 linke Zehen nur. Ja, stimmt, links kannst eindeutig. Du ja auch nichts erkennen, weil das der linke Fuß ist, weil die Kamera von rechts kommt. Ja, weil du 4 Zehen nur hast. Emulsion mit der veganen Mayonnaise hinzubekommen. Packen wir mal den Salat da rein. Da waren 5 Zehen bei Honey. Hab ich genau gesehen. Awesome. Muss ich leider sagen, Wasser war der Fehler. Das war halt mein Versagen. Dein Versagen. Schmeckt ganz gut. Gießen wir dann mal die Kartoffeln. Ist jetzt auf jeden Fall durch. Ich hoffe, ich darf Muskatnuss benutzen. Aber das muss eigentlich. Achso, weil normalerweise machst du kein Kartoffelpüree, ne? Deswegen steht Muskatnuss wahrscheinlich nicht dabei. Schade. Gibt auch Muskatnuss ohne gespannt. Kartoffelpüree. Andersrum, Kartoffelpüree ohne Muskatnuss. Cheatet, volle Kanne. Nicht in meiner Welt. Mann, ich dachte, Gewürze darfst du vielleicht benutzen, weißt du? Ja, dann hättest du ja auch also einen wie Steak rausmachen können. Also ein paar Sachen sind natürlich auch immer hier Öl und so ein Kram wird ja auch nicht dabei geliefert, ne? Ja, aber kein Muskat auf jeden Fall. Ja, weiß ich gar nicht. Was eigentlich ein Rezept ist, muss ich sagen. Also Joghurt hilft auch bei Cremigkeit erstaunlicherweise. Dann wird mal angerichtet. Grundlage Kartoffelpüree, da drauf Hackefleisch. Dazu leckerer Salat. Lassen wir uns das doch mal schmecken. Den großen werde ich jetzt sofort nehmen für unten. Ach, guck mal, der hält sogar einigermaßen. Ganz schön nice. Da hast Soße drauf. Jetzt ein Salatblatt. Das Patty, so eine Zwiebel. Mörches, nochmal Soße, Blättchen und die andere Seite vom Patty. So, wir haben jetzt irgendwas, haben wir jetzt hier angebraten. Den Salat dazu, den. Oh, ho, 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 ho. Jetzt wenden. Den skippen wir jetzt mal. Ja, und dann werde ich mal den Burger anrichten. Wait, das soll da rein, oder? In die große Schüssel raspeln, ja, okay. Oh, warte mal, das Burger-Patty brauchen wir auch. Oh, das habe ich ganz vergessen. Karotte schälen haben wir gemacht. Salatherz halbieren, Strunk entfernen und in 1 cm breite Streifen schneiden, ebenfalls in die große Schüssel geben. Also ich weiß jetzt schon, bei meiner Frau wird das richtig gut schmecken. Also mir auch, aber bei der weiß ich das jetzt schon. Okay, jetzt brauchen wir das Patty. In 1/2 cm dünne Streifen schneiden. Okay. In einer großen Pfanne Öl erhitzen, das machen wir gerade schon. Darin den veganen Burger-Patty und die restlichen Zwiebelstreifen, die hätten wir hier, oder müssen wir nochmal durchgehen. Bei mittlerer Hitze für 4-6 Minuten anbraten, Barbecue-Soße hinzugeben für eine, die kommt in die Pfanne. Geröstete Zwiebelstreifen in die Schüssel mit dem Dressing geben. Nee, das ist nichts für dich, Emma, das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich auf Sojabasis und du bist allergisch gegen Soja. Hm. Das wäre richtig scheiße. Mhm. Dann fange ich schon mal an aufzuräumen, während das da hier brutzelt und dann kann ich Tellerchen rausrollen. Oh, ja, das, so, also, das war gar nicht so viel Barbecue-Soße, aber das war so geil. Oh. Mhm. Boah, das riecht richtig gut.
Die sehen lecker aus. Ja, jetzt kommt der Chimichurri da drauf. Oder die Patty. Ich möchte das von Christian essen. Irgendwie meine Pommes. Ich möchte auch das von Christian essen, muss ich sagen. Ey, ihr habt meins noch nicht gesehen. Ja, jetzt also, haltet euch mal zurück. Also, das Rezept sieht schon am besten aus, hätte ich gesagt. Ja, ich glaube, das Rezept wäre, also es wäre richtig geil, wenn einer was gemacht hätte, was halt entweder da krasser dran kommt, genau, oder, ja, oder krasser ist. Dann müsste er sich vielleicht mit der, weiß nicht, wie, die haben da bestimmt so eine ganze Abteilung dafür, die Redaktion von HelloFresh müsste sich mal mit. Bude, nicht an der Seite, sondern mitten oben drauf. Essen. Das sieht gut, auch probieren gut mal aus. Den Spaß doch mal. Fleisch, Salat, also nicht Fleisch, ja, wie auch immer ihr wisst. Fleisch, Salat? Alles zusammen. Nicht so bad. Ich find's gut. Vielleicht ein Ticken zu viel Salz reingetan, aber ansonsten sehr lecker. Essen wir mal auf. Oh! Ich find das geil, dass das wieder so der Puffel ist. Ich find auch, dass der geil aussieht. Das sieht richtig gut aus, Bram. Ja, die Soße am Runter. Also du kriegst halt Kartoffelpüree wahrscheinlich einfach nicht so angebraten, dass das irgendwann braun kross wird, aber das sieht doch gut aus. Das ist auf jeden Fall besser geworden als meins. Gucken wir gleich mal. Gönnen wir uns das Ganze mal einmal durch. Das sieht schon mal gut aus. Okay. So, unser Burger ist angerichtet. So sieht er aus. Ich muss jetzt natürlich noch die traurigen Salatblätter daneben. Ja, ich beleg den jetzt ja noch. Geil. Ach so, dann machst du Soße jetzt. Soße mit da drauf machen. Wir machen mal einfach unten drunter ein bisschen Mayo, dann kommt ein Salatblatt, dann kommt der Patty und dann kommt natürlich Barbecue-Soße. Dann kommt hier erstmal eine Lage nochmal Salat und natürlich noch mehr Barbecue-Soße. Und dann müssen wir den Spatel nehmen, um natürlich dann hier den Bun einmal oben drauf zu machen. Hep! Ja, lecker! Sieht fast aus wie in deinem Lieblingsrestaurant, wo du immer deine Burger holst. Wiener Kartoffel. Kämpfe mich mal durch zum Patty. Waren die Kartoffeln durch? Patty durchkämpft? Ja. Okay. Also ich habe ja extra den Deckel drauf gemacht, damit das so ein bisschen gart. Aber ja, also. Musstest du das ganz alleine essen? Nee, Nina hat das auch gegessen, aber nicht so. Hä? Ach so, ja, also einfach die hat nicht Burger gucken gebaut, sondern die hat also separat gegessen. Ich musste ja meiner Story treu bleiben und einen Burger bauen. Kann er schon ein bisschen bauen. Also, das Gericht war Kartoffelchips mit, also Chimichurri, Karottenslaw, Mayonnaise und ein Patty. Lecker. Hey, wo ist jetzt der Joghurt drin? Da war die Soße von dem Salat. Von dem Salat, ja. Ah. Alright, wir haben aufgegessen komplett. Ich bin am Schwitzen. Aber es war sehr lecker. Cool. Es war wirklich danke für die Info, Peter. Ja, gerne. Also, das wäre mir auch sonst nicht aufgefallen. Ey, ich hab wieder gegessen, Alter. Ich bin so am Schwitzen, ey. Mir läuft der Saft zwischen den Zähnen. Also. Sorry. Also, ich glaube nicht, dass es so geplant war, aber so wie ich es gemacht habe, gebe ich dem Ganzen 8 von 10 Punkten. Alter, war echt lecker. Ich habe tatsächlich ein bisschen zu viel Salz benutzt. Das war mein Fehler. Eine Kartoffel. Von der Konsistenz her ist mir jetzt das gar nicht mehr negativ aufgefallen, weil ich es direkt zermatscht habe mit, also ich habe direkt diese Hackfleischmasse mit dem Kartoffelpüree einfach gematscht und dazu den Salat gegessen. Und das fand ich mega geil. Bis auf die Tatsache, dass ich ihn komplett kaputt gemacht habe, weil ich keine Ahnung habe, wie man quasi so Rösti-ähnlich Kartoffeln macht, damit die so halten, ist das ganz schön lecker. Ich gebe dem 8 Punkte. Das ist ganz schön nice. Hat er die Beine? Boah, hätte ich nicht gedacht. Jawohl. Aber irgendwie weit weg von das dem, sieht man was ich im Video nicht, aber ich habe direkt danach den zweiten auch noch gemacht. Nice. Erwarten würde. Aber bin unschlüssig, was ich gebe. Weil ich unschlüssig bin, was ich hier gerade esse. Ich würde einfach ganz solide 5 Punkte geben, aber weil die Idee nice war, gebe ich 6 Punkte, ja? Okay. Wie hat es dir geschmeckt? Ausgezeichnet. Du hast nicht aufgegessen. Hervorragend. Du hast nicht. Liegt aber an meinem Magen, nicht an deinem Leckerlis. Achso. Na dann. Ja. Auch. Alles leer gefressen. War richtig gut. Was würdest du geben? Ich würde eine 9,5 geben. Die Mayo war richtig geil. Das Patty mit dem Barbecue und den Zwiebeln hat auch richtig gut geschmeckt.
die Kombo davon mit den Kartoffeln war auch super lecker. Ich bin da auch so bei einer 9. 9 von 10 auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, was war's? Creamy Chimichurri Loaded Chips. Und dann machst du die Patties in so Streifen, wie so Rindsfilet-Streifen. Ja, meins war bestimmt besser. Nein. Chimichurri Loaded Chips. Ach du Scheiße, es hätten Chips werden sollen. Heißt doch fast das Gleiche so bei der Sepp. Sieht von der Farbgebung ähnlich auf dem Teller aus. zusammenschneiden sollen. Oh Mann! Ja, wenn auch ihr HelloFresh austesten wollt, ihr könnt das bestellen mit 2, 3, 4 oder 5 Gerichten, 2 Personen oder für 4 Personen. Vergesst nicht den Code PEETSMEET, steht auch nochmal unten in der Videobeschreibung. 90 € auf die ersten 4 Boxen in Deutschland und 140 Schweizer Franken für die Schweiz, Deutschland und Österreich natürlich. Bis zu. Das war dann diese Woche wieder mit einer Folge PEETSMEET kocht. Ihr hattet Spaß. Vielen, vielen Dank an HelloFresh, die uns das Ganze zur Verfügung gestellt haben. Vielen, vielen Dank an allen, vielen Dank an alle Beteiligten für den grandiosen Einsatz, dass sie mit Herz und Seele mitgemacht haben. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder auf PEETSMEET TV zum React. Ansonsten in 2 Wochen wieder hier zu der neuen Folge PEETSMEET kocht. Vielen, vielen Dank an HelloFresh, dass sie mitgemacht haben und das Ganze hier gesponsert haben. Alle wichtigen Informationen dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung oder werden jetzt halt auch nochmal eingeblendet. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich habe euch wirklich sehr lieb. Ja, und jetzt ran an die Salatblätter und mal richtig ordentlich schütteln. Bis dann, haut rein. Tschüss. Geil abgeschüttelt. Das war eigentlich eine ganz echt coole Folge, muss ich sagen. Coole Sachen, die ihr gemacht habt. Waren auf jeden Fall sehr unterschiedliche Ansätze dabei. Auch ein gutes Gericht. Ja. Linda schreibt, sehr schöne Folge, fand das Rezept perfekt für eine ohne Rezept Kochtfolge, da ihr nicht direkt wusstet, was es werden soll. Dadurch habe ich das Gefühl, dass es etwas mehr Abwechslung bei der Umsetzung gab und eure Ergebnisse sahen alle interessant und lecker aus. Guck mal, das ist der Top-Comment. Dankeschön, Linda. Es freut mich zu hören. Alle lecker. Glor Buttrick schreibt, Rams Idee war richtig gut, auch nahezu perfekt umgesetzt. Mit ein bisschen Übung und Verfeinerung von dem Kartoffelbun kann das echt viel. Da ist jetzt die Frage, wie wird man das machen? Also ich einer hab doch schreibt, mal auch einen gemacht. Wir haben aber einen gemacht ohne Kartoffelpüree, sondern wir haben die Kartoffeln dann Nein. Das war mal, wir haben mal eine Burgerfolge gemacht. Für Outriders damals. Oh, den Trickster, den ich damals gemacht habe, den habe ich nur mit Kartoffeln gemacht als Patty. Oh. Als Patty oder als Bun? Entschuldigung, als Bun. Und wie hast du die Buns gemacht? Alter, dass ich da noch drauf gekommen bin, dass ich das gemacht habe, ist ja schon mal was, ja? Ja, das stimmt allerdings. Slane Zero schreibt, Karotten machen mehr Spaß zu schälen als umgekehrt. Peter wird nicht gern von Karotten geschält. Die HelloFresh-Folgen sind immer wieder gut, schreibt Blue Banana. Nur eine kleine Kritik. Ich fände es schön, wenn derjenige, der das Rezept kennt, am Anfang einmal das Rezept vorliest oder zumindest erklärt, was grob der Plan ist und welche Zutat wofür gedacht ist. Dann würde man einen noch besseren Überblick bekommen, wie es eigentlich gedacht war und was die Jungs alles falsch machen. Mhm. Danke für den Hinweis. Patricia schreibt, Peter hat die Senioren- bzw. Kindervariante von Chris Essen gemacht. Alles einfach etwas feiner zum weniger kauen. Ja, das war doch mal wieder sehr cool und interessant. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier heute. War ein Püree. Und du hast das Püree angebraten. Das ist aber deutlich dunkler bei mir. Okay. Als bei Bram. Ja. Der hat also viel länger angebraten. Ja. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss.